und herzlich willkommen zu einem brandneuen Unboxing. Wir packen heute die Star Wars Marvel Bücher aus, so wie es hier steht, Marvel Comics Collection. Allerdings habe ich hier Band 1 und Band 1 ist nur in Superfolie. 5,99 € habe ich dafür bezahlt, also günstig. Der zweite Band war aber ein bisschen teurer. Der hat dann 9,99 € gekostet. Gekauft wurden die bei Thalia. Die Bücher gibt es wohl schon seit 2021, also nun mittlerweile schon 2 Jahre her. Fast. Und Band 2 sieht so aus. Star Wars 7 soll wohl das Thema sein. Es ist noch einfoliert, wie ihr seht, aber ihr seht es bestimmt hier schon. Ja, hier ist ein Kratzer drin. Das habe ich aber erst zu spät gesehen. Also schon mal der Sammlerwert weg. Da sieht man es jetzt besonders gut. Aber egal, habe ich mir gedacht, dann packe ich es halt mit euch zusammen auf. Eigentlich wollte ich das nämlich eingepackt lassen. Aber ich bin echt gespannt, wie diese Bücher von innen aussehen. Star Wars 7 war natürlich damals natürlich der Hype-Film für mich. Ich war ja damals als Kind, habe ich sehr viel Star Wars geguckt und war einfach nur begeistert, wo es dann endlich hieß, nach irgendwie 10 Jahren oder so, Star Wars 7 kommt ins Kino oder kommt raus. Ich war auch im Kino, bei Teil 8 und 9 war ich dann nicht mehr im Kino, aber 7 war wirklich nicht schlecht, 7 war gut, 8 war schlecht und 9 geht so. Aber Teil 7 war wirklich gut und jetzt mal so eine Comic-Edition zu sehen. Hier sehen wir auch schon Kylo Ren und Rey und Finn und Han Solo zum Beispiel. Und hier auch die ganze First Order. Es ist tatsächlich, glaube ich, ein Comic-Buch, aber es war natürlich auch mit was dabei. Denn gucken wir uns nochmal den Band 1 an. Sehen wir auch schon im Hintergrund etwas und das habe ich auch hier neben, denn das war auch bei Band 2 mit dabei. So, hier sind die Bonusinhalte, wir gucken mal rein. Hier ist einfach so ein Zettel drin, da kann man wohl, so wie es aussieht, einen 100-Euro-Gutschein gewinnen. Ich habe es übrigens gesehen, um die erste Frage zu beantworten hier. Ich bin einfach durch Thalia gegangen, weil meine Schwester hat ein Buch gesucht und habe es einfach zufällig gesehen. Eigentlich wollte ich ja nach den Mandalorian-Büchern gucken. Denn diese gab es auch irgendwie in Comic-Version und bei gerade die Staffel 2 war ich sehr gespannt darauf. Wollte es mir eigentlich nochmal angucken. Aber dann dachte ich irgendwie, hier ist ein bisschen mehr Wert drauf. Gerade wegen der Preissteigerung. Dass ich mir gedacht habe, lass uns einfach mal angucken. Ja, damals gab es wohl jede zweite Woche eine neue Episode. So sieht es am Ende aus. Teil 2 sieht dann so aus. Diesen Spine, wenn ich das mal mit Teil 1, hoffentlich kriege ich das jetzt irgendwie hin. Durch die Folie. Dann erkennt man da so einen Ärmel. Teil 1 packe ich, wie gesagt, nicht aus. Bei Teil 1 kann ich auch noch mal eben drauf eingehen, wenn wir schon mal dabei sind. Luke Skywalker und Han Solo, so ein bisschen ältere Skywalker, schlägt zurück. Ja, und jetzt würde ich sagen, lass uns diesen Ritz doch mal nutzen, um die Folie zu entfernen. Ich bin echt gespannt, wie dieses Buch oder dieses Comic oder dieses Heft, wie man es auch immer nennt, von innen aussieht, wie die Zeichnungen alles sind. Da bin ich echt gespannt drauf. So, räumen wir das alles zur Seite. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. So, schön alles ordentlich hinlegen. So. Ja, den Kratzer sieht man natürlich jetzt extrem. Ich nehme auch das Video hier tatsächlich zum allerersten Mal auf diesem Kanal im 4K auf. Ich bin echt gespannt, ob es klappt. Gefilmt das erste Mal mit einem iPhone 14 Pro. Oh. Hört man das? Es hat gerade geknackt, weil es ja neu ist. So, Seite 1, ich bin gespannt. Star Wars, Panini Comics ist übrigens der Hersteller oder der Verlag. Inhalt. Okay, was ist denn der Inhalt? Die Geschichte. Die Person und die chronische Ordnung, das Erwachen der Macht. Okay, 6 Teile und sogar noch eine Galerie ist sogar noch ganz unten drin. Okay. Die Geschichte. Ich habe auch mir extra ein neues Stativ gekauft, damit wir, oh, damit wir auch bestmöglich das hier filmen können. Und das ist wie in dem Film. Das ist ja richtig geil. Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht. Luke Skywalker 2 Stunden in Anwesenheit erhob sich die
Ja, ihr kennt alle das. Ich glaube, wer die Filme geguckt hat, oha. Da sehen wir auch schon mal, ob das so ein bisschen filmgetreu ist. Und das sieht doch schon mal sehr gut aus. Das ist der Anfang, wo Kylo Ren das Dorf stürmt. Also ihr solltet natürlich jetzt in diesem Teil natürlich die Filme geguckt haben. Und jetzt kann es natürlich so Spoilern kommen. Das sieht sehr gut aus von der Qualität her. Ich zeige euch natürlich nicht jede Seite, weil das darf ich rechtlich nicht. Aber wenn ich euch so ein paar Seiten zeige, sollte es wohl nicht so schlimm sein. Ey, das sieht richtig gut aus von der Qualität her. Fühlt sich auch sehr gut an. Und deutsche Texte wollen wir natürlich auch wissen, ob wir deutsche Texte haben, weil ich habe noch nichts gelesen. Aber wenn der Start schon auf Deutsch ist, wird natürlich auch der Rest auf Deutsch sein, denke ich mal. Hör mir zu. Okay, es ist definitiv auf Deutsch und wir wollen uns natürlich das Ende angucken. Also hier ist natürlich der finale Kampf da. Okay. Ich werde es mir mal in Ruhe mal anschauen. Ich habe es jetzt nicht vor, durchzulesen. Weil so sehr lese ich jetzt auch nicht. Aber ich bin trotzdem ein Star Wars Fan. Mandalorian ist aber auch für mich das Beste, was Star Wars je passiert ist. Aber auch wie, wenn man den Film im Kopf hat, dann weiß man genau, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt nämlich ganz am Ende vom Film und auch vom Buch. So, dann haben wir hier noch die Art, die Cover-Galerie. So sehen wohl alternative Designs, beziehungsweise andere Auflagen, oder? Was meinen die da? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. So, und hier sehen wir dann auch nochmal die Bücher ganz am Ende, die noch rauskommen. Also einmal den Skywalker schlägt zu, den habe ich ja, und das Erwachen der Macht, Darth Vader, Prinzessin Leia, Shobo, und das sind alles so Titel, die interessieren mich gar nicht. Ich hätte mir höchstens noch einen von Mando geholt. Aber ich fand auch die Packung ziemlich cool und ich glaube, ich habe die besten beiden Versionen habe ich mir bekommen. Eine der Mandalorian-Ausgabe wäre noch ziemlich gut. Qualität hochwertig, sehr gut sogar, würde ich schon sagen. Der Kratzer hier drin ist natürlich von Thalia natürlich die Schuld. Die haben wahrscheinlich den Karton aufgemacht und zack. Aber ist halt so, kann man nichts machen. Passiert ja auch immer mal wieder, ist jetzt nicht so wild. Sammlerwert ist da hinweg, aber dafür durfte ich es auspacken und kann es auch mal lesen tatsächlich. Aber die Qualität, ey, die ist richtig gut, ey. Nicht nur die Videoqualität, sondern zumindest so wie es bei mir aussieht, sondern auch die Comic-Qualität. Das ist wirklich sehr hochwertiger Druck. Also dieses Panini-Comic, das hat wohl schon was drauf, so wie es aussieht. Ladies and Gentlemen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, ciao.